Die Weihnachtsfeier der Degginger Pfadfindergruppe ist in vollem Gange. Mittendrin Manuel Seibert. Seit 2 Jahren leitet er die Gruppenstunden ehrenamtlich. Gerade steht Wichteln auf dem Programm. Den Jugendleiterschein bei den Pfadfindern hat er parallel zu seiner eigentlichen Ausbildung gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht beim Alpwerk in Geislingen und habe da im Juli meine Abschlussprüfung gemacht. Bin jetzt in einer Tochterfirma tätig. Beim Schokoladenessenspiel sind alle begeistert dabei. Da hat Manuel den richtigen Riecher gehabt. Unter dem Jahr stehen Freizeiten, Zeltlager oder Wanderungen auf dem Programm. Jeden Freitag leitet er die Treffen des Degginger Stamms. Das muss trotz Ausbildung und Arbeit alles vorbereitet werden. Gut, ich meine, abends mal eine Stunde hinsetzen, sich überlegen, was macht man dann am Freitag. Das geht doch schon mal. Und wenn es dann mal Sonder- und irgendwelche Aktivitäten sind, dann muss halt das Wochenende herhalten. Auch wenn es in Prüfungsphasen dann mal stressig wurde, sein Ehrenamt deswegen aufgeben, das kam für ihn nie in Frage. Manuel ist eben Pfadfinder. Die Gruppe zusammenhalten und begeistern, darum geht es. Und das kommt auch bei den Kids an. Ich finde es gut, dass der das freiwillig macht. Dass halt die Kinder alle zusammen was machen können, dass sich sie halt auch alle zusammen mal treffen können und dann draußen Spiele und so machen können. Ja. Dass so cool drauf ist. Schnell schimpft oder so. Den Kids gefällt es. Manuel hat dieses Jahr also alles wieder richtig gemacht. Nicht umsonst ist er vor kurzem mit dem Gebauer-Preis für sein soziales Engagement als Azubi ausgezeichnet worden. Ein Ehrenamt zu übernehmen, findet er sehr wichtig. Ich finde, das wäre schon wichtig, sonst stirbt es aus, solche Vereine, so wie die Ministranten oder Pfadfinder und so. Und ja, das wäre schon wichtig, wenn das weiterhin so bleibt. Das letzte Spiel für heute, Reise nach Jerusalem. Manuel freut sich schon auf nächstes Jahr, denn dann geht's wieder an die großen Freizeiten. Und dass der Degginger Stamm als Team zusammengewachsen ist, hört man am Schlachtruf. Der sitzt. Also ein Dreifach ist gut! Ja!